Hallo und herzlich willkommen mit Reisenschuss und Versum. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Level Pack. Nachdem wir die 8 Accumulators abgeschlossen haben, kommt nun Commander Keen 5.5. Und ja, auch mal interessant, das so zu sagen. Und huch. Oh, da beschwert sich aber gerade was. Perfektes Timing. So, ja, es ist immer wieder Zeit für ein neues Level Pack. Und da wir zuletzt Commander Keen 4 hatten und derzeit eine 1-1-Serie und ein Let's Play zu 6 haben, kommt heute ein Keen 5 Level Pack. Hab explizit danach geguckt. Wird wie immer Plains sein und ihr kennt mich ja, ich habe so ein gewisses Level Pack Trauma. Drückt mir die Daumen, dass es nicht asozialer Mist sein wird. So, nachdem das gesagt ist, würde ich mal sagen, wir gucken uns an, was Commander Keen 5.5 für uns zu bieten hat. Wurde gemacht von dem CK Guy oder so ähnlich, glaube ich, war es. Ha, ich bin gespannt, wie es wird. Ja, da stand es gerade. Oh Gott. Ach, schlechtes Timing, Magen. Schlechtes Timing. So. Nachdem diese allzu wichtige Information geklärt wurde, können wir eigentlich starten. Wir spielen auf Hard. Eigentlich sollte ich vielleicht mal auf Normal starten, aber es hat Tradition. Und wenn es asozialer Scheiß wird, dann kommt das Level-Pack-Trauma wieder hervor. Und ich werde dann eine ganze Weile vermutlich keine Level-Packs mehr spielen. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Eventuell ist das Ganze ja human. Ich habe auch schon die Steuerung angepasst und Exhaust Port 314 Uncanny. What the fuck? Ja, okay. Okay, wir haben da einen Sparkles, den werden wir auch mal umbringen. Der Start war ein bisschen überraschend. Okay, ich bin mal gespannt. Level sieht ein bisschen komisch aus, muss ich zugeben. Ah ja. Okay. Kommst du da mit einem Impossible hoch? Nö. Oh, hallo. Ich habe nichts getroffen, oder? Hm. Auch gemein. Ja, okay, man kann es erahnen. Ich meine, wenn man da hochguckt, sieht man da ja einen Schalter. Von daher. Okay. So. Das ist aber nicht der reguläre Weg, um da hochzukommen, oder? Ich guck mal weiter. So, hier ist noch ein Key. Ein Key, ein Schalter. Okay. Ein bisschen verwirrt. Das Level-Design ist komisch. Hä? Wie komme ich an den Schalter da? Hm? Müsste sich doch zumindest irgendwie. Nee, okay. Ach, ich liebe solche Sachen, die so schön konzipiert sind. Das kann jetzt dauern. So, wir probieren es einfach mal. Ja, eigentlich kann man Keen so ein bisschen da sehen, so dass man sich den Sprung hier erleichtert. Das ist doch niemals der offizielle Weg, oder? Also gleich gehe ich unten lang. Das kann ja nicht der offizielle Weg sein, aber ich will gucken, was da oben ist. Mal abgesehen von dem Shikadi. Mai, ja Mai. Ja Mai. Das ist doch. Jetzt aber. So, jetzt hat man es ganz kurz gesehen. Es ist irgendwie so ein Pixel, der das erleichtert. Geschickt, 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 geschickt. So. Ne, guck mal weiter. Kommen wir da oben ran? Ich glaube nicht. Bisschen. Oh, vielleicht doch. Vielleicht doch. Ah Gott, so viele blöde Sprünge. Ey, man muss aber nicht wirklich so hoch da, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Cancer wird. Ei. Mein Timing ist aber auch gerade aus der Hölle.
Okay, ich glaube nicht, dass man so hochkommt. Auch wenn es bei dem einen Versuch eben sehr gut aussah. Ey, ich lasse es jetzt einfach. Ansonsten wird mir das auf Dauer zu behindert. Aha. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, von dem Zeug, was ich da sehe. Ah. Irgendwie treibt da gerade was in meiner Magengegend. Okay. Wir sind jetzt hier oben. Okay. Hä? Was ist das für ein Level? Okay, bisher ist es noch nicht ganz so Cancer. Bisschen seltsam, aber noch nicht Cancer. Warte mal kurz. Oh, ich nehme alles zurück. Wenn das Game zu mir gemein ist, dann speichere ich. So. Wie hat sich der Entwickler das vorgestellt? Zumindest nicht so. Ich weiß, warum der so viele Schuss dahin gemacht hat. Ich kann auch so gar nicht wirklich sehen, ob ich ihn treffe. Obwohl, er spammt gerade ordentlich hoch. Ah, jetzt habe ich auch so gesehen, den Schoko Schande erwischt. Ah, ich glaube, er ist tot. Ah, cool. Ja, dann gucken wir mal weiter. Erstmal speichern, dass wir diesen Mist gemacht haben, der offensichtlich so gedacht ist, wie ich es gerade gemacht habe. okay. Hä? Was war das denn? Wagyu? Hä? Wie soll man daran kommen? Da ein Secret noch? Nö. Ah. Okay. Hä? Ist hier ein Secret? Oh, Tatsache. Hä? Okay, da komme ich so nicht. Also ich komme da vermutlich so drauf, aber die Höhe ist auch viel zu niedrig. Glaube ich. Ich will es jetzt nicht testen. Ihr müsstet gerade mein Gesicht sehen. Was ist das für ein Level? Das ist das erste Level. Chill mal. Was machst du denn hier für ein Brain-Fuck-Level? Okay, ich gehe mal davon aus, wir müssen auf diese Plattform. Glaube ich. Ich hab grad einen Schreck gekriegt. Wie aus der Hölle. Ah, eine Schikane, meine. Okay. Ändert sich jetzt die Pattern von der Plattform? Wir gucken einfach mal gerade. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Hallo? Ach komm, wir werden zerfahren. Ich habe keine Lust, hier ewig zu warten. Okay, alle Wege führen irgendwie da hoch. Und wenn ich hier wieder durchgehe, dann... Ah, jetzt verstehe ich, so wie ich da hochgegangen bin, eben muss man da nicht hoch. Weil wenn man da unten durchgeht, kommt man da oben auch hin. Ah, da haben wir die Plattform. Okay. Das ist gut, denke ich. Okay. Also, das Level ist ein bisschen seltsam. Aber bisher finde ich es nicht ganz so schrecklich. Glaube ich zumindest.
Ha, es hat funktioniert. So, jetzt haben wir den roten Key. Und warte mal kurz, wenn wir hier durchgehen und hier runtergehen, kommen wir da in der Mitte raus, ne? Ja. Okay, wir müssten die Plattform nehmen, damit wir da so hochkommen. Ihr probiert es einfach mal wieder mit dem Sprung hier. Ich bin froh, dass es nicht so gedacht ist, weil dieser Sprung ist echt behindert zu performen. Wie man sieht. Ich weiß auch nicht, warum Keen nicht immer hundertprozentig gleich steht. Oh je. Ich glaube, ich habe irgendwas Falsches gegessen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man an den Key da unten kommen soll. Okay. Da unten hat sich was geöffnet, oder? Jo. Was ist das eigentlich für ein Kenzer? Also, ich finde es ja, ich finde es auf der einen Seite innovativ, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen seltsam. Wir gucken erstmal. Wir trauen im Spiel gar nicht. Okay. Wir trauen im Spiel gar nicht. Zu Recht, zu Recht. Ich weiß nicht, ob es so konzipiert von ihm ist, dass man... Ich hab's schon geahnt. Ich hab's schon geahnt, dass er die Position so gestaltet hat, dass man, wenn man von dort aus auf einen Gegner schießt, ihn nicht trifft. Auf der einen Seite, du bist ein cleverer Modder und Levelbauer. Auf der anderen Seite bist du ein scheiß Arsch, ganz ernsthaft. Du bist einfach ein scheiß Arsch. So, meine Katze ist wach und isst gerade. Mal gucken, wir gucken mal. Ah, okay, es geht. Ja, von daher ist es vollkommen in Ordnung. Das ist ein Witz, oder? Wir gehen erstmal durch diese Tür. Ich ahne Schlimmes. Ah, war doch klar. War doch klar. Okay, wir müssen da runter. Warte mal kurz. Das geht doch, oder? Ja, okay. Stelle ist vollkommen in Ordnung. Ich habe nichts Großartiges zu meckern. Nicht mehr als sonst. Ach, ich bin so schlecht. Okay, er hat auf jeden Fall gut Munition da gelassen. Boah, ich bleib auch noch hängen. Bleib auch noch hängen. Okay. Okay. Es ist ganz okay. Ein bisschen fragwürdig, muss ich schon sagen. Schon wieder ein roter Key. Und was habe ich jetzt mit dem Schalter aktiviert? Ein bisschen verbuggtes Level ja schon hier. Hm. Ich habe so eine Ahnung, was ich geöffnet haben könnte. Ah, siehst du mal. Meine Ahnung war gar nicht mal so falsch. Da leuchtet irgendwas. Ah. Ein gelber Key. Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne sehr, sehr viele schlimme Dinge. Das war Glück. Okay. Kommen da so nicht durch, oder? Bleib du mal da unten. Ich glaube, da unten ist nichts weiter. Wir gucken mal, dass wir ein paar Leben farmen. Weil wenn das erste Level ist, dann will ich nicht wissen, wie die anderen Level aussehen. Sehr wahrscheinlich der absolute... Der absolute Horror. Okay, das ist für grün. Okay. Wir haben einen gelben Key, ja? Aber wo muss ich den hinbringen? Was ist das denn bitte für ein erstes Level? Okay, vielleicht muss ich hier auch einfach nur den gelben Key holen.
Wofür, aber für welche Stelle? Wofür brauchst du einen gelben Key? Ich habe keinen Schimmer. Sag mir nicht, dass man dafür da oben einen gelben Key braucht. Wir gucken mal. Habe ich überhaupt zwischengespeichert gehabt? Ja. Oder kann ich hier so hoch springen? Nein, kann ich nicht. Okay. Was befindet sich da oben? Ein Durchgang. Wir haben gelernt, die Durchgänge in diesem Spiel sind eher semi-hilfreich. Dafür brauche ich einen roten. Okay, ich sehe da nicht mal, was ich da für einen Key bräuchte. Wir machen einfach hier nochmal einen Safe und gucken uns um. Irgendwo. Wir gehen mal dahin. Ist da noch irgendwas? Ich sehe gar nichts. Oder ist da drin noch irgendetwas, wofür ich einen gelben Key brauche? Wurde hier vielleicht irgendwas aktiviert? Ich wüsste aber auch nicht, durch was ich da was aktiviert haben könnte. Und mein kleines Monster möchte raus. Von daher mache ich hier mal einen ganz kurzen Break. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und ich bin es nochmal im Kopf durchgegangen, das Level. So weit. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergehen kann. Es ist ein bisschen nicht gut. Ist hier irgendwo ein Secret? Ich fände es zumindest seltsam und behindert, wenn es mit einem Secret irgendwie weitergehen würde. Da ist die Sache mit dem Schock oh Schande. Interessant. Ich wollte eigentlich nicht darunter. Okay, man kann da wieder hoch. Oh nein, oder? Was ist denn hier los gerade? Irgendwie konnte ich. Was? Oh nein. Man kommt hier gar nicht so raus. Jetzt habe ich diesen kleinen Quälgeist an der Backe. Der ausgerechnet dann angelaufen kommt, wenn ich runterspringe. Ich wollte ihn eigentlich nur dazu bringen, runterzuspringen, freiwillig. Ich hasse diese Viecher. Die sind richtig behindert zu bekämpfen. Richtig behindert. Wie genau springst du eigentlich, du kleines Monster? Ja, egal, ob ich jetzt Munition verschwendet habe oder nicht. Davon gibt es ja eigentlich genug. Wir kommen so nicht mehr hoch, also müssen wir wieder hier durch. Aber das habe ich doch jetzt nicht eben richtig gesehen, oder? Nee, oder? Es geht weiter durch ein Secret? Das war dumm. Das gebe ich zu, das war dumm. Okay. Und wie komme ich jetzt da hoch? Da ist der Gelbe, ja? Aber wie komme ich da hin? Ich muss offensichtlich einen Schalter noch betätigen. Aber wo? Was ist das für ein Level? Was hat hier eigentlich dieser Schalter überhaupt gemacht?
Ich habe keine Ahnung. Ach, der hat das geöffnet. Okay. Interessantes Level. Ich muss schon sagen, ich bin begeistert. Ich weiß nicht, was ich von dem Level halten soll. Komme ich ja vielleicht so hoch? Das wird jetzt auch so eine Sache. Wir probieren es noch ein. Okay. Das sah schon mal knapp aus. Ich glaube nicht, dass es so weitergeht. Aber was weiß ich schon. Eieiei, das ist aber auch ein Timing aus der Hölle, das ich gerade habe. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Aber irgendwo muss ja noch ein Schalter sein. Okay, ich komme da so nicht hoch. Wenn ich... Gott, wenn ich noch sehe, was da alles auf mich wartet in diesem Level. Dann kriege ich aber Instakrebs. Okay, es muss aber doch eigentlich so weitergehen. Ich bin, um ehrlich zu sein, ratlos. Irgendwo muss noch ein Schalter sein, den ich nicht betätigt habe. Ach ja. Hier dieser Schalter. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Dieses Level, wie kann man denn ein Level nur aus Secrets aufbauen? Ich denke, man hat das gehört, oder? Ich habe mir nur gedacht gehabt, ach nee, das kann doch nicht eben sein Ernst sein, unter diesem behinderten Ding da, das da jetzt hinzusetzen. Und er hat es einfach gemacht. Er tut es einfach. Ich fasse es nicht. Ich habe so eine Vorahnung, wo das jetzt ist. Nein? Ich bin ratlos. Ist da jetzt ein Aufzug oder was? Dieses Level! Das ist das erste Level! Das erste! Okay, die beiden sind aktiv. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Weißt du, wenn man das irgendwie später macht, so ein Level, okay. Aber man beginnt doch nicht sein Level-Pack mit so einem Level. Okay. Ich glaube nicht so, dass ich so darüber springen kann, oder? Nein. Wir machen es uns mal gerade einfacher. Ich habe so, so ein Gefühl, dass dieses Secret hier gar nicht dazu gedacht ist, im Level voranzuschreiten. Dann einfach nur, um die Leben hier zu bekommen. Ja, wir gucken nochmal da unten, ob da was ist. Ich bezweifle es zwar persönlich so ein bisschen. Jetzt müssen wir die ganze Zeit warten, bis der blöde Aufzug hier drüben ist. Nur um zu gucken, wo es genau weitergeht. Eventuell habe ich auch ganz einfach was übersehen. Ich wüsste aber gerade echt nicht was. Ich habe vergessen, dass er ja jetzt anders fährt.
Okay. Dein Aufzug ist weg. Der hier war. Ich nehme mal an, hier lauert auf mich nur der Tod. Das ist nicht auch noch ein zusätzliches Secret. Ich werde aus diesem Level nicht schlau. Wo geht's jetzt verdammt nochmal weiter? Paranoid, dass ich überall gucke, ob ich da durchfallen kann. Also da kann ich durchfallen. Da unten kann ich auch durchfallen. Ich komme aber so nicht da rein. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Irgendwie von der anderen Seite? Was ist denn da drüben? Nichts. Also irgendeinen Behindertenschalter muss ich ja aktivieren, oder nicht? Oh, ich hoffe jetzt nicht, das ist irgendwie so ein Shit mit. Oh, einer dieser Schalter, der dafür sorgt, dass der Aufzug richtig fährt, ist auch dafür verantwortlich, dass das Ding da unten ist. Da muss ich wirklich so da hoch. Irgendwie. Nein, das hat auch nichts gemacht. Ich bin ratlos, ich bin ratlos, ratlos. Also irgendwo muss doch ein Schalter sein. Ich weiß auch nicht mal, was der gelbe da aktivieren sollte, wenn ich da hinkomme. Da ist ein grüner Key. Ich muss ja irgendwie... Ich muss ja irgendwie da hinkommen. Nur habe ich keinen Schimmer wie. Ach Gott, nee, ernsthaft. Ich bin wirklich noch nie durch diese Tür gegangen? Wirklich? Allen Ernstes noch nie durch diese Tür gegangen. Okay. Ich dachte schon, wo geht's denn? Wo geht's denn weiter? Okay, das war tatsächlich sehr offensichtlich. So, wo war nochmal ein grüner Key? Jetzt bin ich so verwirrt wegen dem Mist, der hier gerade vorfällt, dass ich schon wieder vergessen habe. Ach ja, hier oben war einer direkt daneben. Ist aber auch irgendwie behindert mit Backtracking. Ah, ups. Jetzt weiß ich auch, warum ich nicht da durchgegangen bin. Weil ich gedacht habe, es bringt mich... Das ist tatsächlich. Man kann einfach so da durchgehen. Okay. Ich habe so eine böse Vorahnung. Nee, da ist es zu. Wo ist denn noch so ein Ding? Ah. Geschickt. Ai. So, jetzt bin ich mir aber hundertprozentig sicher, dass es dieses eine Ding sein muss. Wenn es diesmal nicht ist, kriege ich aber einen Anfall. Ich schon fast 30 Minuten an diesem Cancer-Level. Ja gut, selbst wenn. Ich wüsste ja nicht mal, wie ich da hochkomme. Okay, was hast du getan, Schalter? Was? Ich habe keine Ahnung, was dieser Schalter jetzt gemacht haben soll. So verwirrt. Was
hat dieser Schalter gemacht? Oh, dieses Level. Dieses Level. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Nur durch dieses Level, weil... Das ist das erste Level, das erste. Ich glaube, das Ding hat irgendwie... Ich glaube, sogar 13 Level. Hat er seine Pattern geändert? Ja, tatsächlich, hat er. Aber wo fährt er denn jetzt lang? Ach, wir werden es erfahren. Wir werden es erfahren, wo er jetzt lang fährt. Ah, nee, Moment, ich habe ja das ausgeschaltet. Haha, interessant. Ist da unten noch irgendetwas? Ein Schalter. Was konnte dieser Schalter aktiviert haben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was dieser behinderte Schalter aktiviert haben könnte. Kriegt mich das jetzt durch woanders hin? Nein, immer noch an demselben Ort. Vielleicht hört ihr meine Verwirrung irgendwie durch? Keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen... Nein, okay. Nee, man kommt immer noch nicht so hin. Nee, mal gucken, ich gucke einfach mal. Nichts, okay. Ha. Level? Du verwirrst mich. Wir haben das da hier geöffnet. Den Schalter aktiviert, aber wofür? Seht ihr, meine Ahnung war richtig. Hierfür haben wir das aktiviert. Wie soll man auf diesen Dreck kommen? Vor allem beim Blind Run. Ja, das ist nett. Das ist nett gemacht. Ah, ein Spiral Trip. Ich darf außen rumgehen, wie mir scheint. Nein, ich traue dir nicht, Spiel. Ich traue dir wirklich nicht. So, können wir hier rauskänzern? Wir können notfalls da rauskänzern. Das ist eventuell hilfreich. Wir spielen dieses Level jetzt fertig. Ob ihr wollt oder nicht. Ah. Die Frage. Was hat sich jetzt geöffnet? Kommen wir da so hin? Nein, können wir nicht. Es war ein Versuch wert. So, wir kennen ja einige Punkte, die wir abklappern können. Unter anderem der Punkt hier oben. Hat sich da was getan? Es ist offen. Okay, das sieht ein bisschen Cancer aus. Ach, das speichern wir doch mal. Das wird sicherlich lustig. Seid ihr bereit? Wir haben nicht einmal getroffen. Wir haben nicht einmal getroffen. Können wir uns da schnell genug hochziehen? Ich glaube nicht. Okay. Es geht, also der hat den Raum extra so konzipiert, dass es nicht noch mehr geht, sie abzuschießen. Das heißt, wir müssen... Einfach schnell durch. Okay. Ich glaube, da oben hat sich gerade was getan. Ah, da ist jetzt eine Plattform, die uns da hochführt. Dafür brauchen wir wieder einen roten Key. Dass ich wirklich mit den Durchgängen recht hatte, ist
wohl der übertriebenste Känzer auf dem Planeten. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das tut. Ah. Seht ihr? Da habe ich spekuliert. Hab mir gedacht, gab er das letzte Mal schon so gemacht? Dann macht das bestimmt hier auch so. Da steht CK Guy. Und ich habe mir fast schon gedacht, dass das passiert. Okay. Das ist gar nicht so schwierig, wie es aussieht. Das ist nämlich einfach nur ein stinknormaler, halbhoher Sprung. Das heißt, wo man nur ganz, ganz kurz springen drückt. Mehr ist es nicht. Und das sieht nach Tod aus. Wir haben jetzt einen roten Kief hier oben. Ich möchte neu starten. Ich habe nicht so viel Munition, dass ich mir diesen Kenzer erlauben kann. In dem Moment habe ich mir gedacht gehabt, ah, er fängt an so, dass es nicht nur ein reines Backtracking-Level ist. Aber nein! Nein! Man muss woanders hin. Es wäre nämlich kein richtiges Backtracking-Level, wenn man nicht die ganze Zeit links herumlaufen müsste. So. Das ist jetzt da oben offen, das da. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum auch? Wo hatten wir denn noch eine Tür? Ich habe vergessen, dass ich das da geöffnet habe. Ah, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. So. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn ich da nochmal durchgehe? Da zurück. Okay. Es macht nur noch ein und dieselben Sachen. So. War hier nicht auf der rechten Seite noch eins? Da oben, das ist offen. Wir gehen mal... Warte mal kurz, war unten überhaupt noch eins? Ich bin langsam echt extrem verwirrt wegen diesem Level. Ich möchte eigentlich nur noch, dass es endet. Ach, ich hasse dich, du mit deinem Backtracking-Mist. Fange an, den CK Guy zu hassen. Übertrieben zu hassen. Was ist falsch mit dir? Ey, brauchen wir einen blauen Key. Was ist hier hinten in der Ecke? Ein blauer Key, okay. So das Gefühl, es hat einen bestimmten Grund, dass der blaue Key hier ist. Ja, dass man nämlich irgendwie vielleicht irgendwas nicht skippen soll oder so. So. Wir haben gar nichts. Von da muss auf der einen Seite jetzt einfach offen sein. Oder sehe ich das falsch? Nein, ich sehe es richtig. Und da kommt ein Schockhund! Habe ich gespeichert gehabt? Nein. Natürlich nicht. Ich hasse mein Leben. Als ob ich noch einen Grund dafür bräuchte. Jetzt speichern wir. Dieses Level. Es ist das erste Level. Das erste. Du Saftsack. Warum auch immer ich jetzt 100 Milliarden Schuss gebraucht habe. Ich
Wie? Was? Man kann sich da nicht mal ducken, oder? Oh, doch, geht. Sah so aus, als ob es nicht gehen würde. Okay, wir haben wieder was aktiviert. Und ich weiß wieder nicht wo. Ich weiß wieder nicht wo. Überlegen, ganz kurz überlegen. Dieses Level, das macht mich geistig kaputt gerade. Es ist das erste Level, das erste Level. Geht's hier irgendwo weiter? Ist da jetzt von eins weg? Nein. Okay. Das wäre jetzt meine einzige Vermutung gewesen, dass es vielleicht hier jetzt geöffnet wäre. Aber, nö. Hier ist auch keine Plattform, die sich bewegt. Ah, ja, dieses Level. Ist da unten irgendetwas? Guck ich gleich mal nach. Meine Vermutung jetzt ist, führt mich das irgendwo als anders hin? Nein, tut es nicht. Wofür war dieser Schalter? Ich werde etwas unleidlich. Muss ich den Schalter vielleicht da wieder deaktivieren, dass ich woanders hinkomme? Ich weiß es nicht. Kann ich so vorbeilaufen? Ich glaube nicht. Nein, hat nichts verändert. Das Problem ist, wenn das Level schon so konzipiert ist, dass du so denken musst. So, wir haben einen Schalter aktiviert. Wo hätte sich noch was ändern können? Unten, irgendwo unten. Irgendwo unten könnte sich was aktiviert haben. Irgendwo im Nirgendwo. So. Wir warten mal auf unsere Plattform, Freunde, ob du uns diesmal woanders hinführt. Ich möchte nicht, dass dieser Part eine komplette Stunde dauert. Und führt uns immer noch nur dahin, oder? Ah, offensichtlich tut es das. Ich bin ratlos, ehrlich gesagt. Schon wieder. Dieses Level ist... Meine... Hallo? Führt nicht jetzt vielleicht der Weg da unten rechts jetzt irgendwie darüber, weil dazwischen irgendwas jetzt geöffnet ist? Ich werde wahnsinnig. Was ist das hier? Ich hab für einen kleinen Moment gehofft, das Level austricksen zu können, indem ich schnell genug irgendwie zurückwechsel. Frage ist, wie kommt man da rüber? Die man sich irgendwie da durchkämpft. Ja.
Tut mir leid, dass ich gerade so wenig kommentiere und generell ein bisschen angenervt bin. Ich habe mir gedacht gehabt, vielleicht ist das ja eine Illusion und das existiert nicht wirklich. Existiert das da oben? Ja, tut es. Ich habe keine Ahnung. Schon wieder. So, ich bin hier. Was hat der Schalter getan? Ich weiß es nicht. Und mein Tisch geht einigermaßen kaputt. Okay, so komme ich auch nicht mehr da hoch. Ist mir eigentlich ziemlich Wurst wie Käse, weil wir wissen ja, wir kommen da auch durch. Ich bin ratlos. Wo soll es denn weitergehen? Ist vielleicht hier oben jetzt irgendeine Art Plattform, die mich woanders hinführt? Nein. Ich meine, ich finde es ja nett vom Spiel, dass es mir so viel Schuss und Leben gibt. Aber was will ich damit, wenn ich den Weg nicht finde? Ich meine, ich bin auch jetzt wirklich durch jede Tür gegangen, oder? Ah, das ist ein Sieg, gut. Und da ist er tot. Ich weine gleich, ganz ernsthaft. Also es ist ja okay, irgendwie ein cooles, verstricktes Level zu machen, aber ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt gerade. Oder ist hier unten jetzt irgendetwas, was ich wieder deaktivieren muss? War doch nur der Key, ne? Ich bin schon so paranoid, dass ich sogar jetzt in mir denke, das ist so ein Ding, da könnte es vielleicht weitergehen. Nein, tut es nicht. Ich überlege gerade, wo es überall weitergehen könnte. Da sehe ich etwas so Eindeutiges. Schlüssel muss irgendwo hier liegen. Dieses Level, ich werde einfach nicht schlau daraus. Nee, ich habe jetzt genug, ich gucke jetzt nach. Okay, ich habe jetzt nachgeguckt und ich bin genauso dumm wie vorher. Genauso dumm. Ich habe eine Vermutung. Ja, und diese Vermutung werde ich jetzt nachgehen. Wenn ich mich nicht gerade selbst umbringen würde. Es ist nur eine Vermutung. Wenn die stimmt, dann zertrümmere ich mein Zimmer. Ja, dann zertrümmere ich mein Zimmer wirklich. Gott sei Dank habe ich nicht damit recht. Wenn ich damit jetzt noch recht gehabt hätte. Ja gut, jetzt stehe ich aber genauso wieder vor der Frage, wo geht es jetzt offiziell weiter? Ich habe mich komplett umgesehen. Und auch wenn ich jetzt die komplette Karte kenne, kann ich nicht sagen, wo es weitergeht. Überhaupt nicht. Ich habe keinen blassen Dunst. Nicht ein bisschen.
Ich muss irgendwie darüber kommen. Die Frage ist nur, wie? Das ist die große Preisfrage. Was hat dieser Schalter aktiviert? Was hast du aktiviert? Ich fasse es nicht. 51 Minuten dauert dieser Part schon. 51 Minuten! In so einem Kontext bin ich auch tatsächlich zu faul, eine Dingsbums, eine Endcard zu machen. Weil 51 Minuten schaut ja kein Mensch. Wer ist der geisteskrank? Ich bin so verzweifelt, ich gucke jetzt zwischenzeitlich einfach überall. Einfach überall gucke. Irgendwo muss man durchgehen können, dass man hier rausfällt. Irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Wo? Wo ist dieses irgendwo? Ja, wir gucken mal gerade, was passiert, wenn ich da durchgehe. Muss ich auch hier hin? Wie weit geht denn das hier eigentlich? Ah, hier kann man nicht mehr weiterlaufen. Da auch nicht. Interessant. Wir gehen nochmal unten durch das Ding. Gott, dieses Level. Das ist der absolute Kämpfer. Ich kann es verstehen, wenn sich die Leute das nicht angucken. Wo zum Teufel soll ich hier durchgehen? Wo? Wo, 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 wo? Ist vermutlich irgendwie so ein Känzerweg, den ich noch nicht gesehen habe. Da ist auch der Ausgang. Wie komme ich da hin? Also, ich bin ratlos. Ehrlich gesagt, ich bin vollkommen ratlos. Und deswegen werde ich das auch hier beenden, bevor es eine komplette Stunde wird. Es wird auch jetzt so einfach hochgeladen. Ohne Endcard, ohne irgendwas. Bin müde und genervt von diesem Level. Es kann nicht sein, dass ein Ich verstehe die Intention von dem Level-Erbauer schon. Es ist auch cool, was er da für Ideen hatte. Aber schlussendlich ist die Umsetzung einfach nur Cancer. Du kannst kein Level so aufbauen, dass du über Secrets und komische Geheimnisse mit diesen Türen irgendwie weiterkommst und irgendwelche Schalter drückst und dann ändert sich die Art und Weise, wo du hinkommst von den Türen. Ich merke schon, ich kann keine richtigen Sätze mehr formulieren, aber das ist doch Känze. Das ist absoluter Känze, ist das. Ich kann das nicht anders betiteln. Ich meine, ihr müsst euch auch mal jetzt in meine Lage versetzen. Ich sitze hier schon etwa eine Stunde an diesem Level. Ich meine, ich habe das Spiel auch nur zweimal unterbrochen, um nachzugucken. Okay, einmal um die Katze rauszulassen, einmal nachzugucken, da will ich fair sein, aber meine Güte, vielleicht habt ihr auch, während ihr geguckt habt, herausgefunden, wo es weitergeht. Wenn nicht, geht es euch genauso wie mir. Ich werde
das Level-Pack nur weiterspielen, falls ich einen Geistesblitz haben sollte, wo es hier actually weitergeht. Hier, für die Leute, die das mal spielen wollen, von der Schwierigkeit her, finde ich es okay. Es gab ein, zwei Stellen, die sind assi konzipiert gewesen, grenzwertig, aber noch in Ordnung. Aber dieser Aufbau, wenn das gesamte Level-Pack so ist wie das erste Level oder wenn die darauf folgenden Level wirklich schlimmer sind, was für Keen-Manier ja normal wäre, das ist der absolute Unsinn. So, das Wort zum Dienstag. Ich bin raus, grüßt mir nicht die Sonne, macht es dennoch gut. Ich gehe mir jetzt ein Kissen holen und werde da jetzt laut reinschreien. Bis dann.